Und man weiß es ja gar nicht so ganz genau, ist der Hamburger Star Club berühmt, weil die Beatles dort gespielt haben, oder durften die Beatles berühmt werden, weil sie im Star Club gespielt haben. Wie auch immer, heute vor 60 Jahren wurde der legendäre Club in Hamburg eröffnet. Die Not hat ein Ende. Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. So steht es auf den orangefarbenen Plakaten, die überall auf St. Pauli kleben. Sie treffen einen Nerv. Dorfmusik, also Schlager, sind für viele Jugendliche der Inbegriff von allem, was sie ablehnen. Sie wollen Beatmusik und Rock'n'Roll. Und die kriegen sie. Die Beatles rocken als allererste die kleine Bühne des neuen Starclubs. Mitbegründer Horst Fascher erinnert sich, wie er sie eigens hergeholt hat. Ich bin nach Liverpool gefahren und ich wusste, dass die Beatles dort die Stadt unsicher machten, denn so waren sie. Und ich habe sie getroffen und habe gesagt, ich mache einen neuen Laden auch mit meinen Ideen. Ich hätte euch ganz gerne als Eröffnungsband. Fascher hat viele Ideen aus seiner Zeit als Türsteher im benachbarten Kaiserkeller, wo es schon länger Live-Konzerte gibt. Dann lernt er den Erotikbarbetreiber Manfred Weißleder kennen. Der steuert Geld und kaufmännisches Geschick bei. Für einen Laden, in dem 7 Nächte pro Woche mehrere Bands spielen. Bis in die frühen Morgenstunden. Und weiter geht's im Stahl unter den Stars aus Liverpool bei den Beatles. Die Beatles sind zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich unbekannt. Aber sie kennen Hamburg, spielen seit 2 Jahren immer wieder in Clubs auf der Reeperbahn, wie etwa dem Indra. Viele britische Bands kommen in diese verruchte Ecke Deutschlands, um Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln. Und nicht nur da, wie Paul McCartney sich später erinnert. Zu der Zeit waren wir noch Kinder, gerade von der Leine gelassen. Wir kannten die netten Liverpooler Mädchen, aber wenn du eine Freundin in Hamburg hattest, war sie wahrscheinlich eine Stripperin. Das waren zu der Zeit die einzigen Frauen, die dort nachts unterwegs waren. Also das war ein ziemlicher Augenöffner. Der neue Starclub ist ein großer, dunkler, verrauchter Keller und schon am ersten Abend gerappelt voll. Rund 1000 Zuschauende haben 5 Mark bezahlt, um die Beatles zu sehen. Horst Fascher? Es war ja auch ein Verdienst der Beatles, denn die anderen Bands, die noch zusätzlich da waren, waren ja noch unbekannter als die Beatles. Was sich bald ändern soll. Binnen kurzer Zeit wird der Hamburger Club zum Sprungbrett für junge Musiker schlechthin. Größen wie Jimi Hendrix, The Animals, Brenda Lee, Chuck Berry oder die Liverbirds sollen hier in den Folgejahren auftreten. Und immer wieder auch die Beatles. Gut 7 Jahre hält sich der Star Club in der großen Freiheit 39, bevor er endgültig schließen muss. Bis dahin haben viele Stars hier ihre Weltkarriere gestartet, einschließlich der Fab Four aus Liverpool. Während sie gerade ein Konzert geben, kommt ein Telegramm im Starclub an, das ihren ersten Plattenvertrag besiegelt. Nur wenige Wochen nach dem Eröffnungsauftritt am 13. April 1962. Heute vor 60 Jahren.